Beifall gab's reichlich für das Pflegepersonal in Corona-Zeiten, nur an der Entlohnung tat sich nichts. Verbindliche Tarifverträge scheiterten, jetzt will der Gesundheitsminister wieder Schwung in die Sache bringen. Versorgungsverträge soll es ab Mitte 2022 nur noch mit Pflegeeinrichtungen geben, die nach Tarif oder tarifähnlich zahlen, aber nicht auf Kosten der Pflegebedürftigen. Einfach nur nach Tarif zu bezahlen, nach Gesetz, würde die Eigenanteile für Pflegebedürftige um 130 Euro im Schnitt pro Monat erhöhen. Das wäre eine enorme Belastung und deswegen braucht es beide Teile. Pflegekräfte besser bezahlen und Pflegebedürftige entlasten, nicht zusätzlich belasten. So soll nach Spahns Plänen der Eigenanteil für reine Pflegeleistungen sinken. Im zweiten Jahr erhalten die Pflegebedürftigen einen Zuschlag von 25%, der dann auf bis zu 75% ansteigen kann. Finanziert werden soll das aus dem Haushalt, aber auch durch eine Erhöhung beim Pflegebeitrag für Kinderlose. Vor 2 Jahren noch hatte diese Dreierriege mit der konzertierten Aktion Pflege Koalitionsharmonie demonstriert. Jetzt knirscht es zwischen Gesundheits- und Arbeitsminister. Hubertus Heil hatte noch am Montag einen eigenen Gesetzentwurf zum Tariflohn angekündigt. Es ist wenig Zeit und deshalb habe ich Druck gemacht, dass das noch in dieser Legislaturperiode kommt. Wir werden das jetzt miteinander besprechen. Fragen der Finanzierung müssen noch geklärt werden und dann kann das in diesem Sommer beschlossen werden. Das ist mein Ziel. Es braucht Einigungswillen, trotz Wahlkampf und Tempo. Nur noch wenige Sitzungswochen sind im Bundestag angesetzt.